So, hallo meine lieben, hallo ich bin Jolanten Crew und willkommen zur Yu-Gi-Oh! News für den Februar-März. Wir haben jetzt schon März. Und zwar geht es heute um Bochum, um Yu-Gi-Oh! Duel Links News und um die neue Setliste von Legendary Collection Kaiba. Es sind ja schon ein paar Spoilerlisten draußen auf YouTube und alles. Und vor allem, ich habe hier mal im Wikia kurz eine Liste rausgegraben, was hier halt drin ist. Blue Ace, X-Head, J-Dragon, Z-Metal, A Assault Cult, ABC, also Droll Lockbird, richtig geil, Ghost Ogre, Ash Blossom, Ghost Winter Cherries. Also soweit ich weiß, ist Droll Lockbird und Ghost Ogre und noch ein paar andere Card of the Mice immer drin. Card of the Mice, The Melody of Awakened Dragon, Rageki Reprint, Dragon Shrine, so viel. Es ist noch nicht mal alles, es kommt noch mehr auf jeden Fall, es sind über 100 Karten. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Links alle in der Beschreibung. Set kommt bald raus. So, dann sind wir hier bei Game A bei Duel Links. Und zwar haben wir nämlich die Updates. Es gibt neue Ranked Rewards. Es gibt jetzt King of Games March 6 2018. Cyrus Truth Trail kommt raus. Das wollen wir uns gleich angucken. Structure Deck Destiny Rulers haben wir auch schon. Ja, gehen wir erstmal kurz auf Cyrus. Mal gucken, was Duel Links hier dazu zu sagen hat. Und zwar, ja, es soll nur ein neuer Charakter sein, also kein Event oder sowas, glaube ich. Müssen wir halt mal wirklich mal gucken. Dann haben wir hier das Structure Deck, halt, das Structure Deck Destiny Rulers. Das neue Deck von, neue Structure Deck ist einfach mal Destiny Hero Support, ziemlich gut. Habe ich schon in Action erlebt, ist geil, ist spielbar, lohnt sich zu kaufen, auf jeden Fall, vor allem für Anfänger. So, und dann haben wir hier noch die neuen Ranked Awards, die wir kriegen können. Eine neue UR und eine neue Secret Rare. Ich guck mal kurz hier, ob wir schon sehen können, welche das sind. Das ist Dynatrium, Windbeast, 4 Sterne. You can special summon this card from your hand, you can only special summon Dynatrium one per turn. This way, when summoned this way, you open can target one level 4 monster in Elder's player's graveyard. Take special summon the target to third side of the field. Unterstellt schon das, wenn sie spezial beschworen wird, dann kann man einen Level 4 niedriger Monster im Friedhof wählen und spezial beschwören. So verstehe ich das hier. Übrigens war die Karte hier eine Gold Rare, je nach dem Bild. Also aus Premium Gold ist die Karte. Am TCG, für die es interessiert. Dann haben wir hier den Rose Archer. During at the player's turn, when you open activate a trap with your control a plant type monster, you can send this card from your hand to the graveyard, negate the activation and if two you destroy it. Das heißt, im Spielzug eines beliebigen Spielers, wenn der Gegner eine Fallenkarte aktiviert und wir einen Pflanzenmonster kontrollieren, dann können wir die Karte von der Hand abschmeißen und die Fallenkarte zerstören. Ist jetzt schon mal ganz in Ordnung, mir fällt bloß keine Fallenkarte ein, die jetzt da Sinn machen würde. Also klar, es gibt natürlich Spiegelwand, die recht gut gespielt wird und alles. Oder auch andere Fallenkarten, die halt schon ganz gut sind. Aber ich würde es höchstens auf Fermente oder sowas machen. Muss man wirklich mal schauen, wie man die am besten einsetzt. Und dann haben wir hier gar nichts mehr. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zu YCS Bochum, Top 32 Decks. Ich war nicht da. Hatte keine Zeit dafür, also besser gesagt, ich bin nicht gut genug dafür, noch nicht. Gut, gucken wir uns mal kurz die YCS an. In den Top 32 waren 9 Panel Magicians, 5 True Draco Decks, 4 Trickstars, 2 Likeswan Grass Zombies Decks, 2 Invoked Magnite, 2 Pendulum FTKs, 1 Dinosaurs, 1 Palazoic Frogs und 6 andere. So, dann haben wir hier auch mal kurz die Anzahl der Spieler, 12 Deutsche, 9 aus Italien, 2 Franzosen, 2 aus der USA, 2 Spanier, 1 Dänemark, 1 Bulgarier, 1 Niederland, 1 Gries und 1 anderes. So, hier haben wir noch Related Post. Das könnt ihr euch einmal durchgucken. Soweit ich weiß, hat das ein Italiener mit Voltaire hat gewonnen, auf jeden Fall. Darauf werde ich vielleicht auch noch nicht eingehen, wenn ihr euch das wünscht. Ich kann dazu nicht allzu viel sagen. Aber das war es auch mit den News.
Und vergesst nicht, jetzt Ende März kommt noch die Special Edition von Extreme Force raus. Solltet ihr also auch noch im Blick behalten. Wegen vor allem Gamma Reprint und alles. Also schöner März, schöne Karten bisher. Hoffentlich habt ihr Geld beiseite gelegt, um ein bisschen was zu kaufen. Und schaut auf dem Kartenmarkt vorbei, wegen den Einzelkarten, sobald das Set raus ist. Aber ich würde euch empfehlen, 2 Wochen damit zu warten. Und bei Fragen gern unten ab in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Abo, lasst gerne ein Like da. Haut rein, bis dann. Ciao.